Ich spreche heute für Mohammed. Mein Name ist Mohammed. Ich komme aus Nigeria. Ich bin 18 Jahre alt. Meine Eltern habe ich mit 11 Jahren bei einem Autounfall verloren. Seitdem habe ich meine Großeltern aufgezogen. In meinem Heimatland ohne Eltern aufzuwachsen, war das Schwierigste für mich, bis ich Libyen erreichte. Warum ich das sage? Weil Libyen für niemanden ein Ort ist, an dem man leben kann. Sie nehmen dir alles, auch deine Seele, und zermahlen sie. Libyen ist ein Ort voller Gewalt, an dem viele Menschen vergewaltigt und ermordet werden. Ich bin froh, dass ich keiner von ihnen war. Um der Gewalt zu entkommen, bezahlte ich meinen Freunden, meiner Eltern, einen Platz auf einem Boot auf dem Weg zu einem besseren Ort. Irgendwann mitten in der Nacht bestieg einer der hellhäutigen Männer das Boot und sagte zu uns: Fahrt geradeaus. Er zeigte auf ein paar Sterne und fügte hinzu: Folgt denen. Sie bedeuten Norden. Ihr müsst nach Norden, um an Land zu kommen. Er sagte, dass es 3 bis 4 Stunden dauern würde, bis wir ankämen. Ich hatte schreckliche Angst, war aber auch erleichtert, dass die Freiheit so greifbar nah war. Wir waren 135 Menschen auf einem Schlauchboot. Es war vollkommen dunkel, als wir ablegten. Leider hatte niemand von uns eine Rettungsweste. Sie wollten von uns sehr viel Geld für Westen, aber keiner von uns hatte genug. Wir verbrachten fast 24 Stunden auf See. Wir legten am Freitag um 9 ab und wurden am Samstag um 9 Uhr abends von euch gerettet. Bevor wir gerettet wurden, hatte sich unser Boot bereits zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Die anderen und ich hatten schreckliche Angst. Als ich ins Meer fiel, war es kalt und dunkel. Ich war komplett nackt. Menschen rissen an mir, an meiner Kleidung, einfach an allem, woran man sich festhalten konnte, um zu überleben. Es kostete mich all meine Kräfte, um eine der Rettungswesten zu erreichen, die ihr ins Wasser geworfen hattet. Nach ein paar Suchen schaffte ich es, eine zu greifen und rief um Hilfe. Ich wurde gerettet und wurde medizinisch versorgt. Jetzt geht es mir wieder besser und ich kann mich meinem größten Ziel widmen: Studieren und Arzt werden. Ich will mein Leben retten. Ich will, dass mein Land, dass die Welt stolz auf mich ist. Am Ende des Tages möchte ich ein Arzt sein, um meinem Land zu helfen, weil so viele Menschen in Afrika leiden. Mein Traum war es, immer Arzt zu werden und Leben zu retten. Und jetzt, da ich das alles real auf diesem Schiff sehe, weiß ich, dass das für immer mein Traum bleiben wird. Der Ausgang der nächsten Fahrt in Aquarius mit der Mission, Menschenleben im Mittelmeer zu retten, zu schützen und Zeugnis abzulegen von dem, was wir auf See erleben, ist ungewiss. Die Menschenrechte werden missachtet. Die Verpflichtung, Leben auf See zu retten und in einen sicheren Hafen zu bringen, ist durch die EU derzeit außer Kraft gesetzt. Doch was auch immer sich die Verantwortlichen für diese Situation davon versprechen: Die Menschen werden weiter aus der Hölle Libyens fliehen. Das Sterben auf See wird weitergehen. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es nicht dazu kommt. Vielen Dank.